In diesem Video gibt es wieder mal die besten AppSumo-Deals für Jänner 2024 und für alle, die neu sind auf diesem Kanal. AppSumo ist eine Plattform, wo du Software, Tools etc. stark vergünstigt kaufen kannst, wo du in der Regel einen Lifetime-Deal kaufen kannst für Tools, für die man ansonsten monatlich bezahlen müsste. Und ich persönlich shoppe auch jedes Monat auf AppSumo und jetzt habe ich mir auch gerade wieder sehr, sehr viele Tools gekauft. Und ich möchte da jetzt mal wieder die meiner Meinung nach derzeit besten Deals vorstellen. Alle Tools und Deals sind selbstverständlich unter dem Video verlinkt, aber ich würde sagen, starten wir los mit Deal Nummer 1. Ja, und der erste Deal ist ein neuer alter Deal, der jetzt ganz kurz für wenige Stunden zurück ist. Also hier steht jetzt noch für 4 Tage, aber ich werde das Video erst morgen schneiden. Also wenn es online geht, wird es für 3 Tage in etwa noch erhältlich sein. Und zwar Sessions. Sessions ist einfach, möchte ich jetzt nicht zu weit ausführen. Ich habe ein Video dazu gemacht, das verlinke ich auch unter diesem Video. Ist einfach ein Tool, mit dem du Webinare, Videokonferenzen etc. machen kannst. Hier auch so ein kurzer Einblick in mein Sessions Dashboard. Ich habe mir den höchsten Deal gekauft. Also wenn man hier schaut, bei mir der aktive Plan ist der AppSumo Tier 5 Plan. Den habe ich mir damals gekauft um $800. Die Investition war es jedenfalls wert. Also ich nutze das eben auch, um Webinare zu veranstalten, mache darüber meine Live-Calls, mache darüber meine Live-Coachings, mache darüber meine Kunden-Calls. Du hast da auch viele Funktionen. Also wie gesagt, eine Webinar-Funktion, wo sich Leute registrieren können, du kannst normale Calls machen. Es ist ein tolles Dashboard, alles funktioniert wirklich schnell. Du kannst ja auch permanente Räume erstellen oder konstante Räume erstellen. Zusätzlich hast du auch so ein Booking-Formular, was du mit deinem Kalender verknüpfen kannst. Und wenn man sich hier mal die Updates durchsieht, also da gibt es ständig Updates, mittlerweile ist es auch wirklich von der Qualität her auf einer Ebene mit Zoom. Vor allem aus den letzten Updates, da gab es einige Verbesserungen, was die Qualität da betroffen hat. Und wenn man nur schaut, also hier 18. Jänner Update, dann gab es hier ein Update am 15. Jänner, dann gab es hier ein Update am 10. Jänner. Also dieses Tool wird wirklich schnell weiterentwickelt. Derzeit ist es wie gesagt wieder auf AppSumo, allerdings ist es nur für Plus-User auf AppSumo erhältlich. Das heißt, wenn du das kaufen möchtest, benötigst du einen AppSumo Plus-Account. Ein Plus-Account, ich habe natürlich schon seit Jahren einen Plus-Account, das lohnt sich bei mir, weil ich kaufe ja jedes Monat auf AppSumo mehrere Tools. Aber ein Plus-Account kostet eben 99 US-Dollar pro Jahr. Das heißt, du zahlst 99 US-Dollar pro Jahr und bekommst dann 10% bei jedem Kauf sowieso als Rabatt. Also bei mir zahlt sich das schon ab, alleine durch den Kauf der Tools. Ja, und man bekommt halt eben Zugriff zu Tools, die dann eben nur noch exklusiv verfügbar sind, wie in diesem Fall eben Sessions. Weil ich gerade dabei bin, der nächste Deal ist auch ein neuer alter Deal. Und zwar Spirit Me, das ist ein KI-Avatar-Videogenerator, mit dem du eben Videos generieren kannst mit sprechenden Avataren. Du kannst auch einen Avatar von dir selbst erstellen lassen, und den auch mit deiner Stimme dann sprechen lassen. Da komme ich aber dann noch dazu. Ich habe mir den jetzt mittlerweile gekauft. Also ich habe mich hier eingeloggt mal in mein Dashboard. Und ich kann ja mal kurz zeigen, wie das aussieht. Ich habe da mal nur so ein Testvideo erstellt. Lassen wir das Video mal ganz kurz laufen. Affiliate Marketing ist eine Methode des Online-Marketings, bei der ein Unternehmen seine Produkte oder Dienstleistungen durch Partner, sogenannte Affiliates, bewirbt. Ich habe das dann nochmal mit anderen Avataren, also zum Beispiel mit diesem Avatar. Erhalten für den Verkauf oder die Vermittlung von Kunden eine Provision. Oder auch in diesem Stil hier. Bewirbt. Diese Partner erhalten für den Verkauf oder die Vermittlung von Kunden eine Provision. Genau, also so könnte ein Ergebnis aussehen und es ist sehr einfach zu bedienen. Also gehst hier rein, hast hier deinen Editor, dann kannst du hier einfach einen Avatar auswählen. Ja, irgendein Avatar zum Beispiel, kannst dann den Text eingeben, kannst aber auch Text hochladen, das wird dann synchronisiert mit den Lippen und im Hintergrund kannst du das dann gestalten, wie du möchtest, kannst hier mehrere Szenen machen und so weiter. Weil ich vorhin angesprochen habe, dass man da auch einen eigenen Avatar erstellen kann, das funktioniert leider nur, wenn du ein iPhone hast, weil die eben einen speziellen Sensor in der Kamera haben. Also es geht derzeit, also hier steht, aber das geht nur im höchsten Tier. Ich habe mir jetzt sowieso mal nur den kleinsten Tier gekauft zum Testen. Werd's aber, damit kann ich eben 15 Videominuten generieren pro Monat. Ist jetzt nicht so viel. Ich werde es wahrscheinlich behalten, weil es funktioniert wirklich gut. Ich überlege halt jetzt mal wegen diesem Light Custom Avatar mit Voice Cloning, also mit Custom Voice. Wie gesagt, das schreiben sie hier nicht dazu. Wenn man genauer liest, sieht man, dass das nur mit dem iPhone funktioniert.
Aber auf der Roadmap ist eben auch geplant, dass es einen alternativen Weg gibt. Das heißt, dass du einfach ein Video von dir sozusagen einreichen könntest und dann damit einen Avatar von dir auch erstellen kannst. Das schaue ich mir noch an. Bin mir nicht sicher, ob ich upgraden werde. Also hier zeigen sie das, wie die eben Custom Avatar, wie du den erstellen kannst. Schaue ich mir noch an, bin mir nicht sicher, ob ich hier upgrade oder storniere oder mir den kleinsten Deal behalte. Bevor ich zu den regulären Deals komme, möchte ich hier noch schnell zwei weitere Deals ebenfalls aus dieser Last Call Sektion vorstellen, also ebenfalls nur mit einem Plus-Account erhältlich. Und das ist eben Fewspace. Das ist so ein Projektmanagement, Customer-Portal, also Kundenportal, das man erstellen kann, Projektmanagement, also so eine Plattform, mit dem du dein Business verwalten kannst, sage ich mal, und auch die Kommunikation mit Kunden verwalten kannst. Ich persönlich habe es mir jetzt gekauft, aber nicht, weil ich es benötige. Ich werde es wahrscheinlich wieder stornieren, nicht, weil es schlecht ist. Verstehe mich nicht falsch, es ist gut. Aber als dieses Tool auf AppSumo war, habe ich in den Kommentaren sehr oft gehört, warum ich Fewspace nicht vorgestellt habe. Denn anscheinend haben das eben viele Leute gekauft und die waren ziemlich, ziemlich begeistert davon. Deswegen wollte ich es jetzt nur mal kurz einfließen lassen. Wie gesagt, ich habe da meinen anderen Toolstack. Ich benötige es für mich persönlich nicht. Deswegen werde ich es wahrscheinlich wieder stornieren. Aber was ich soweit ausprobiert habe, hat das wirklich auch gut funktioniert. Ich habe es aber jetzt auch noch nicht bis ins Detail getestet. Fewspace, wie gesagt, verlinke ich dir ebenfalls unter dem Video. Und das nächste, was ich auch kurz vorstellen möchte, und das ist der letzte von diesen AppSumo Plus Deals, von diesen Last Call Deals, das ist GetTerms. GetTerms ist eben, ja, das haben wir jetzt gekauft. Hier bin ich jetzt eingeloggt in meinem Dashboard. Da kannst du eben deine ganze Datenschutzverordnung und so weiter, also diese Dinge erstellen. Und es hat auch ein Cookie-Management-System integriert. Also im Grunde ist das so wie eine Kombination aus erecht24.de. Das kennen vielleicht Leute, die für als Dienstleistung zum Beispiel Webseiten umsetzen für Kunden. Dann erstellt man für die Kunden Datenschutz, Impressum etc. Da verwendet man oft erecht24. Und das kannst du eben mit diesem Tool auch machen. Und zusätzlich ist eben ein Cookie-Management-System integriert, sowie Borlabs Cookie, was ebenfalls ein kostenpflichtiges Cookie-Plugin ist. Das heißt, theoretisch kann man damit beide Tools ersetzen. Und es hat schon diese Dinge, also ich habe es nur mal ganz schnell getestet, aber du kannst halt da auch wirklich dann sagen, okay, dass es wirklich auf die DSGVO abgestimmt ist. Default Language ist dann German und so weiter. Kannst die Website-Adresse eingeben, gibst ein paar Dinge ein. Ich gebe da jetzt mal so Platzhalter-Dinge ein. Ja, und dann funktioniert das so ähnlich wie erecht24. Du klickst dir halt verschiedene Dinge eben durch und dann wird dir sozusagen eben ja deine Datenschutzrichtlinie etc. erstellt. Und du kannst es auch einbetten und wenn du es dann in dem Tool aktualisierst, dann wird es automatisch auf der Webseite auch aktualisiert. Also alles das sind so Dinge. Ich muss mir noch genauer durchschauen, ob ich damit zufrieden bin. Muss ich auch jetzt bald machen, weil ich mich entscheiden möchte, ob ich da upgrade oder ob ich nicht upgrade. Aber das ist ganz interessant anzusehen. Und generell möchte ich an der Stelle sagen, du kannst dir ein Tool kaufen und auch wenn es das Tool dann nicht mehr gibt, kannst du es für bis zu 60 Tage mit einem Klick stornieren, bekommst dein Geld sofort wieder zurück. Was du allerdings nicht machen kannst, ist, dass wenn es den Deal nicht mehr gibt, kannst du nicht mehr upgraden auf eine höhere Stufe. Das heißt, wie bei GetTerms zum Beispiel, da ist es auf die Webseiten bezogen, für die man das macht. Klar könntest du eine Webseite dann löschen, eine neue einfügen. Also hier entweder 3 Seiten, 10 Seiten, 25 oder ich glaube, es gibt auch unlimitiert viele Seiten. Dann müsste man aber schon $500 dafür bezahlen. Aber was ich machen werde, ist, ich werde jetzt, bevor dieser Deal ausläuft, ich werde jetzt upgraden. Wenn es mir aber dann nicht gefällt, dann werde ich es auch noch stornieren. Aber das ist so ein bisschen ein Tipp, weil ich weiß, dass viele eben erecht24 nutzen und auch Borlabs Cookie nutzen. Und das wäre eben, ja, diese beiden Tools vereint sozusagen in einem Tool. Ja, genau, also das wollte ich mal vorstellen. Jetzt kommen wir zu den regulären Tools, für die du eben nicht AppSumo Plus benötigst, sondern für die ein normaler AppSumo Account ausreichend ist. Und zwar das erste, was ich mir da geholt habe, ist Jupyter. Jupyter ist ein Tool für Videocontent und zwar erstellt er dir automatisch sozusagen so animierte Untertitel. Das heißt, er erstellt, du kannst ein Video hochladen, das du produziert hast, dann erstellt er mit KI sozusagen das Transkript des Videos, also das, was im Video gesprochen wird und dann kannst du dir automatisch die Untertitel in verschiedenen Stilen eben ausgeben lassen und zusätzlich, das ist nur eine Nebenfunktion, die Hauptfunktion ist eigentlich,
dass dir dieses Tool automatisch sozusagen ja Bilder und Videos basierend auf den Text in die Videos sozusagen ja reinbringt oder reinschneidet oder wie man sagen möchte, also so als Overlay, so wie ein B-Roll würde man das nennen. Und somit kannst du mit Hilfe dieses KI-Tools sozusagen deine Videos innerhalb von kürzester Zeit aufbessern. Eine ganz, ganz interessante Sache. Was mir bis jetzt noch nicht so ganz gut gefällt, ist, dass das Transkript in deutscher Sprache noch nicht so gut funktioniert. Aber wenn man hier auf den Changelog klickt, dann sieht man, dass sie das ja in den nächsten Wochen hier ausbessern wollen. Also hier Transcription Improvement, More Languages Available. Also Deutsch ist natürlich verfügbar, aber eben das Transkript ist eben noch nicht perfekt. Und das soll eben verbessert werden. Ich war da auch schon in E-Mail-Kontakt mit der Firma. Und eben auch so Dinge wie Filler-Words automatisch entfernen, Silence Removal, also dass eben, ja, wenn du mal eine Zeit lang nicht sprichst, dass er das automatisch rausschneidet. Wenn sich dieses Tool weiter verbessert, also das behalte ich definitiv, wenn sich dieses Tool weiter verbessert, werde ich dezidiertes Review machen, weil ich finde, dass es ein ganz interessantes ja, KI-Video-Tool ist. Und ja, ich war da jetzt in meinen ersten Tests recht begeistert. Das nächste Tool, das ich vorstellen möchte, und das bezieht sich auf ein Video, das ich letztes Monat gemacht habe, und zwar habe ich dieses Video gemacht, wo ich einen KI-Chatbot erstellt habe innerhalb von wenigen Minuten. Und viele haben mich gefragt, ob es nicht ein Tool mit Lifetime-Deal gibt, mit dem man das machen kann. Und genau so ein Tool gibt es, und das ist eben GPT-Trainer. Das heißt, das ist ein Tool, der auf der GPT-Technologie von OpenAI basiert, also auf GPT 3.5 oder GPT 4, und du kannst dir damit einen KI-Chatbot bauen, den du mit eigenen Daten vortrainierst, also zum Beispiel mit einer Sitemap von einer Webseite, mit einzelnen URLs, mit PDFs, die du hochlädst, mit Text, den du reinkopierst. Also damit kannst du deinen KI-Chatbot vortrainieren. Zusätzlich kannst du einen Custom Prompt hinterlegen, also eine Anweisung dahinter hinterlegen, und bekommst dann einen Code, mit dem du diesen KI-Chatbot in deine Webseite einbinden kannst. Du kannst das sozusagen eben nutzen, um ja für deine Webseite einen spezialisierten KI-Chatbot zu bauen. Kann man in vielen Anwendungsbereichen, also natürlich ja, Dienstleistungswebseiten oder für Dienstleister ist es interessant, kann aber ist natürlich auch für Online-Shops extremst interessant, aber kann für jegliche Art, also auch wenn du einen Blog hast und so weiter, also das kann man schon gebrauchen und für einen Lifetime-Deal eigentlich eine ganz gute Sache. Zusätzlich kannst du natürlich dir einen einfachen KI-Chatbot für dich selbst bauen. Wenn du sagst, okay, du hast da jetzt irgendwelche Studien, wo du recherchieren möchtest, du musst das nicht in eine Webseite einbinden, kannst du das hochladen und kannst diesen KI-Chatbot dann innerhalb des Tools benutzen, zum Beispiel für dich selbst. Also wollte ich nur vorstellen, weil mich eben viele gefragt haben. Ja, und last but not least wollte ich nochmal, und das Tool habe ich schon oft vorgestellt, den KI-Bildgenerator Supermachine ja nochmal kurz anteasern. Der ist ebenfalls wieder auf AppSumo, der war mal eine Zeit lang nicht auf AppSumo, ist jetzt wieder auf AppSumo. Ich habe dann einen Testbericht gemacht, diesen Testbericht verlinke ich dir unter dem Video, auch mit Video in diesem Testbericht, wo ich dir eben zeige, welche Bilder du damit generieren kannst und so weiter. Und dieses Tool möchte ich deswegen jetzt nochmal erwähnen, weil es einige Upgrades bekommen hat, unter anderem die ganzen Control-Net-Funktionen mit dieser Super-Clone-Funktion, mit dieser Open-Post-Funktion. Das heißt, du kannst jetzt ein Bild hochladen, kannst das dann mit KI klonen lassen und so weiter. Und ja, also recht interessanter und einer der besten KI-Bildgeneratoren auf SDXL-Basis, also Stable Diffusion und Stable Diffusion XL, in Kombination mit einigen nützlichen Tools, die eben in diesem Tool integriert sind. Also schau dir das auch mal an. Wobei ich da darauf hinweisen möchte, Supermachine ist eines der wenigen Tools, die man, glaube ich, nicht stornieren kann nach dem Kauf. Weil ich vorhin eben erwähnt habe, du, alle anderen Deals, die ich jetzt in dem Video vorgestellt habe, und ich verlinke dir alle Tools unter dem Video, alle kannst du stornieren innerhalb von 60 Tagen mit einem Klick in deinem AppSumo-Account. Nur Supermachine kannst du nicht stornieren. Genau, hier steht's: This deal is not refundable. Aber ich habe mir hier mal Tier 4 habe ich mir damals geholt. Also ich bekomme 4000 Credits pro Monat und ich bereue es nicht. Ich generiere mit Supermachine immer wieder auch Bilder für meinen Blog, also für meinen Blog-Content. Einige Bilder zeige ich auch in diesem Beitrag über KI-Bilder. Also da sind 90% plus sind hier mit Supermachine generiert.
Und zum Beispiel, ich verwende die auch wirklich in der Praxis, zum Beispiel hier in diesem Blogbeitrag KI-Chatbot erstellen und in die Webseite einbinden. Dieses Bild zum Beispiel ist mit Supermaschinen generiert, ist jetzt nur ein Beispiel. Ich generiere eben immer mehr Bilder auch mit KI, die ich in meinen Blogposts nutze. Und als Ergänzung stelle ich dir jetzt nochmal schnell ein Tool vor, das ich gekauft, aber wieder storniert habe. Das ist jetzt ein bisschen neu, werde das aber vielleicht in den zukünftigen AppSumo-Videos übernehmen, denn bis jetzt war es immer so, dass ich dir Deals vorgestellt habe, ja, die ich wirklich empfehle, wo ich davon überzeugt bin, wo ich sage, okay, schau dir das mal an, das ist eine gute Sache. Aber ich kaufe ja immer wieder Tools und es gibt ja auch Tools, mit denen bin ich nicht so zufrieden, die storniere ich wieder und die habe ich bis jetzt ja nie erwähnt in meinen AppSumo-Videos. Aber das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Also was ich mir noch gekauft habe, aber dann nach wenigen Tagen wieder storniert habe, ist BergWP. Was ist BergWP? Das ist ein WordPress Performance Plugin, eine Alternative zu NitroPack. NitroPack kenne ich, hatte ich auch schon mal genutzt. Das ist so ein Plugin, das über ein CDN-System sozusagen deine Webseite beschleunigen soll. Unglaublich gute Page-Speed-Werte soll man damit erreichen können. Auch die Bewertungen sind gar nicht so schlecht. Und hier haben sie so eine Grafik, wo sie vergleichen BergWP versus NitroPack versus WP Rocket. Und ich muss sagen, ich habe das dann ausprobiert auf einem Online-Live-Projekt von mir selbst. Und ich muss sagen, ja, die Page-Speed-Werte haben sich zwar verbessert, aber die tatsächliche Ladezeit der Webseite hat sich mit diesem Tool stark verschlechtert. Und deswegen konnte ich es nicht empfehlen. Es gab dann auch noch ein paar Fehler in der Darstellung. Also da wurden gewisse Dinge dann ja falsch dargestellt. Und du hast aber nicht die Option, dass du verschiedene Dinge deaktivierst. Zum Beispiel so wie Critical CSS und so weiter, dass du da weitere Einstellungen triffst. Das heißt, du installierst das Plugin und hast dann so gut wie fast keine Einstellungsmöglichkeiten. Das Plugin optimiert alles von selbst. Und wenn dann etwas nicht passt, dann passt etwas nicht. Ja, und deswegen, der Deal hat gut geklungen, die Bewertungen waren auch gut, aber mich persönlich hat es in meinem eigenen Test nicht überzeugt. Viele sagen, dass sie dann eben mit dem Support in Kontakt treten und dann der Support hat ihnen dann weitergeholfen. Ja gut, die letzten Bewertungen waren jetzt eh nicht so gut. Und dann hat es besser funktioniert. Aber wie gesagt, meine Erfahrung war nicht so gut. Deswegen habe ich es storniert, wollte ich auch nur mitteilen. Denn ich denke, hier sind ja auch viele WordPress-Nutzer unter meinen Zusehern. Du kannst dann natürlich selbst ein Bild davon machen, denn stornieren kannst du es ja sowieso wieder. Ich persönlich, wie gesagt, war damit nicht zufrieden. Okay, das soll es jetzt wieder gewesen sein mit den besten AppSumo-Deals für Jänner 2023, wollte ich sagen, 2024. Schreib mir doch gerne einen Kommentar, welcher Deal dir am besten gefällt oder habe ich irgendetwas vergessen? Gibt es einen anderen großartigen Deal, den ich hätte erwähnen sollen? Schreib bitte einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt Robert Leitingers Kanal und genieße kostenlose Tipps und Tricks von Online-Marketing, Business und KI. Finde deinen Weg, lass dich vom Wissen führen. Oh yeah! Robert teilt seine Einsichten, um dich zu inspirieren. Mit Roberts Videos durchbrichst du jeden Band. Finde deinen Weg, lass dich vom Wissen führen. Oh!